Hi und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Call of Duty World War 2. Ja, also, ich habe ja in der letzten Folge meine schallgedämpfte Klasse vorgestellt und ich muss sagen, es ist nicht Pflicht, die K98 mitzunehmen. Du kannst auch jedes andere Snipergewehr mit reintun. Es bezieht sich halt einfach nur darauf, dass das so der Grund, also eine Grundausstattung ist, die man hat. Also du brauchst nicht unbedingt die Gebirgsdivision schon mal Prestige haben, damit du die K98 hast. Du kannst auch jedes andere Snipergewehr dazu nehmen. Nur ich fand die K98 vom Ding her recht einfach zu spielen. Also man kann sie recht leicht lernen. Ja, da wollen wir mal die Kiste aufmachen. Ui, was haben wir drin? Zeigt mir was Gutes. Es ist verbuggt. What the fuck? Ja. Okay. Wir sehen uns gleich wieder. What the fuck? Okay, habe ich so auch noch nicht gehabt. Okay. Heldenhaft. Na, ist es nur eine Uniform. Und die andere Kiste ist jetzt irgendwie in meinen Sammlungen einfach mit drin, oder was? Ja, okay, dann machen wir noch so eine auf. Es müssen zwei Kisten jede Folge sein, also machen wir jetzt die hier auf. Gib mir was Gutes. Na komm, wir machen alle auf. Da war jetzt nichts Besonderes drin. Episch. Freiheitsstatue, Waffentalisman. Na. Okay. Braucht man nicht unbedingt, ne? So, und ich wurde außerdem vor meinem letzten Video in den Kommentaren gefragt, wie alt ich denn nun bin. Ich bin 28. Bin schon so ein recht alter Hase. Ich werde auf jeden Fall mal ein Ründchen suchen. Ich weiß noch nicht so genau, was wir heute spielen. Auf jeden Fall werde ich mal ein Ründchen suchen und dann sehen wir uns gleich in der Runde wieder. Bis gleich. So, da wären wir auch wieder zurück. Und zwar sind wir im Team Deathmatch auf Santa Maria de Mon gespielt. Okay. Sprachsalat ist am Start heute. Auf jeden Fall sind wir auf Santa Maria de Mont gelandet und ja, wir schauen mal, ob wir ein bisschen was mit der Donnerklotz geregelt kriegen. Muss halt extrem auf Nahkampf gehen, gerade wenn ich einen schnellen Feuermodus drin habe. Sehr gut. Das haben wir schon mal sehr gut hingekriegt. Okay, da haben wir niemanden. Ah, der eine von meinem Kollegen, der pusht so durch. Schalten wir um. Wo haben wir ihn denn? Wo haben wir Gegners? Zeig mir Gegners. Los. Nein. Ah, da war noch eine Mine. Schweinehund. So eine dumme Schweinehundratte, Alter. Ja, so nicht, Kollege. So haben wir das Ganze nicht gewettet. Die Mine hat mich nicht getroffen. Wow. Alter! Er schreckt mich doch nicht so. Okay, der Typ ist auf jeden Fall hinüber. Mein Team ist so dermaßen auf der ganzen Karte verteilt. Der eine von uns, der steht da hinten AFK rum. So wie es scheint. Haben wir einen Gegner? Ah, nur Tote. Nur Tote! Schweinerei! Okay, den haben wir. Ich frage mich gerade wirklich, von welcher Seite die jetzt kommen. Hier drin im Haus ist auf jeden Fall einer. Jo, und da ist der Headshot. Oh, leck mich. Haben wir niemanden? Okay, der ist gerade hier im Haus gespawnt. Alles klar. Aber wir laden mal schnell nach. Eine Kugel kann einen manchmal echt den Arsch retten.
Okay, wir schmeißen einfach mal den Scheiß hier mal komplett hier mal rüber. Wir spammen da drüben alles zu mit Granaten. Und wir haben irgendwas getroffen. Nein! Oh, schade. Schade, schade. Okay. Wir machen mal den langsamen Feuermodus an. Damit haben wir eine bessere Reichweite. So. Komm schon. Heil dich mal, heil dich mal. Feindliche Vorräte entdeckt. Unterbindet den Nachschub. Dich habe ich gesehen, Kollege. Den haben wir auch. Nein! Oh, auf der rechten Seite. Schade. Feindliche Aufklärungsmaschine in der Luft. Ja, das ist nicht gut. Ich habe keinen. Kein Raketenwerfer dabei gerade. Tschüss. Nein! Oh. Ich frage mich gerade, hat er mich auf der Karte gesehen? Das ist so das, was ich mich gerade frage. Ja, guck mal, der liegt da. War, ja, genau. Und ich werde angeschossen. What the fuck? Bah. Nein, so nicht. So nicht, Kollege. Nein. Oh, scheiße. Was denn das? Was ist denn los hier heute, ne? Das ist echt nicht mehr normal. Aber ich habe doch schon wieder das gleiche Problem wie sonst auch. Ja, und da ist noch ein Headshot. Und ich habe beide geholt, das finde ich gut. Nein! Und dann kommt da noch einer und der holt mich natürlich. Und die kommen alle über die rechte Seite. Mein Team ist alles immer schön links. Hält sich auch immer schön links. Ey! What the fuck, Junge? So kriegst du mich nicht. Nein! Da protestiere ich gegen. So kriegst du mich nicht. Ja, ich komme doch wieder hier über die rechte Seite. Da ist schon fast Brief und Siegel drauf. Aber die hocken auch gerne hier in den Ecken. Habe ich so das Gefühl. Guck mal, jetzt finde ich schon wieder keinen. Jetzt finde ich schon wieder keinen. Das ist doch nicht normal. Wahrscheinlich in dem Haus hier. Oh. Ich hier noch eine? Okay, der Typ ist hinüber. Nein! Ah! Ich hab ihn nicht richtig erwischt. Scheißen Dreck. Ey, wow. Jetzt hängt ihr schon zu zweit hier in dem Haus. In dem Restaurant. Ja. Nein. Oh, deine Ecke. Weg hier. Nein, und von hinten. Boss, was ist hier? Was geht hier schief? Hallo? Kann ich mal respawnen? Geht doch. Das ist nicht so gut. Okay, langsamer Feuermodus rein. Kommt hier jetzt noch was von der Seite? Ja, den habe ich sogar auf längere Entfernung geholt mit Schnellfeuer. Ja, der hängt da an dem scheiß Fenster da oben. Ich frag mich manchmal echt, warum? Warum muss man so... Und dann kriegt er mich, was? Er gibt mir Turn on, alles klar. Das ist doch nicht normal. Naja, der schießt mich garantiert jetzt gleich wieder an. Er holt mich nochmal! What the fuck? Aufklärung in der Luft! Also, ich habe das manchmal mit dieser Waffe wirklich das Problem. Ich treffe die Leute, aber
Jetzt kommt das große Aber, sie macht manchmal einfach nicht schnell genug Schaden. Fritz X-Bombe wird abgeworfen. Er schießt mir den Kopf. Noch stehe ich positiv. Jagdflieger nähert sich dem Ziel. Ja, okay, ist unserer. Okay, da ist jetzt gerade keiner am Fenster. Oh nein, dann kommt da noch einer, Mann. Den hätte ich auch noch gekriegt. Es ist doch nicht mehr normal. Die Leute kommen aber auch jetzt alle hier über die rechte Seite. Kannst du nichts gegen machen, die werden hier weiterhin über diese Seite kommen. Und meine Waffe hittet die einfach nicht. Beziehungsweise meine Granaten. Feindliche Vorräte entdeckt, unterbindet den Nachschub. Ich will da nur ungern so durchmarschieren. Hä, wo ist der Typ denn? Schmeißt sie seine Vorräte hin und verpisst sich? Warum? Der hängt oben drinne. Komm, den kriegen wir vielleicht sogar noch. Nein! Ich habe die scheiß Mine nicht gesehen! Oh Mann! Hopp! Granate fliegt! Ja, und da haben wir sogar noch den letzten Kill geholt. Gut gemacht. Das Vaterland ist siegreich. Das finde ich doch mal supi, ne? Spray and pray, ne? Ja, da hat er beide geholt, die von meinem Team da oben in dem Fenster geschimmelt haben. Hat er beide geholt. Den einen hat er per Zufall in den Kopf geschossen und den anderen hat er gesehen. Ja, wir haben saftige 15 zu 13 gespielt. Wir haben auf jeden Fall positiv gespielt. Ich muss dazu sagen, ich habe auch wieder echt offensiv gespielt. Ich weiß nicht, ob das teilweise an meinem Aim liegt mit der Waffe. Dass ich da irgendwie, keine Ahnung, zu sehr veraim mit der Waffe teilweise. Oder, aber irgendwie, ich habe oft das Gefühl bei der Waffe, dass sie manchmal nicht im Nahkampf auch nicht schnell genug Schaden macht. Manchmal rasiert die so fucking schnell, dass man teilweise gar nicht mitkriegt, dass das rucki-zucki geht. Teilweise ist das denn so, du schießt und du hast das Gefühl, sie macht einfach kein Damage. Ja, sie ist vielseitig. Man kann sie echt vielseitig einsetzen. Ich spiele die Waffe recht gerne so, aber manchmal kann diese Waffe echt frustrieren. Auf jeden Fall, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch neu auf meinem Kanal seid, lasst auch gerne ein kostenloses Abo bei mir. Und wir sehen uns schon bald zu einer neuen Folge von Call of Duty World War II wieder. Gehabt euch wohl. Ciao. Mit V.